Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Karguys Paradise Paradiese für Autoenthusiasten. Und wir sind am Nürburgring. Nun, nicht draußen am Ring, wie man sehen kann, sind wir hier in einem Gebäude drin, denn wir sind im Ringwerk, das Museum, das direkt neben der Nordschleife steht. Aktuell regnet es draußen und es ist eine Rotphase und deswegen sind wir hier. Denn es gibt ja natürlich mehr zu bieten, als man denkt. Also, gehen wir einmal durchs Museum durch, schauen uns die Exponate an und wo ich was weiß, erzähle ich was. Und wie ihr mich kennt, ist das einiges. Also, los geht's. Wie man sehen kann, ist es natürlich das Nürburgring-Museum, also stehen einige Nürburgring-24-Stunden-Sieger hier drin. Das da zum Beispiel ist der Audi R8 LMS, der Bilstein, welcher 2012 die 24 Stunden gewonnen hat und gewinnt heutzutage immer noch. Ich glaube, letztjähriges 24-Stunden-Rennen hat auch wieder ein R8 gewonnen. Also anscheinend eine sehr erfolgreiche Basis. Auf der anderen Seite der größte Gegner dazu, der Mercedes AMG GT, in diesem Fall von 2015 wahrscheinlich, in der besten Lackierung, die Haribo-Lackierung. Und war auch sehr erfolgreich bisher. Mercedes und Audi battlen sich so mit Porsche zusammen mit den meisten Siegen am Ring. Apropos Porsche, da hinten steht einer. Da hinten, das ist der Falken-Porsche. Zumindest einer der Falken-Porsches, sieht aus wie die 2016er Version. Alles unglaubliche Autos, die GT3-Wagen sind ja die schnellsten Tourenwagen aktuell, obwohl die GT2s gibt es auch noch, aber die am weitesten verbreiteten auf jeden Fall. Aber früher, in den 90er Jahren, waren es gar nicht so schnelle Autos, die 24 Stunden gefahren sind, denn jeder, der die Geschichte der 24 Stunden kennt, kennt dieses Auto. Das ist der Eifelblitz. Die 1996er Version tatsächlich davon, mit der Sabine Schmitz gefahren ist, die zweimal die zweimal Nürburgring 24 Stunden gewonnen hat, in einem alten E36. Man sieht bei weitem nicht so weit aufgebaut wie die Autos heutzutage, aber damals war es auch ein ganz anderes Rennen. Hier tatsächlich ein M635 CSI, ein Gruppe A-Fahrzeug. Sagt nicht so viel, wenn ich aber DTM sage, sagt es vielleicht ein bisschen mehr. Bevor BMW mit dem E30 M3 die Gruppe A und die DTM dominiert hat, sind sie tatsächlich mit dem 6er BMW gefahren. Und dieses Exemplar ist natürlich speziell für uns, denn es ist das Auto von Prinz Poldi von Bayern, der damals auch aktiv mitgefahren ist und heute immer noch bei historischen Events mitfährt. Und glaub mir, er hat nichts von seinem Speed verloren. Gruppe C ist eine Serie, die am Nürburgring damals auch gefahren ist. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Aber diese Monster hier sind schon was ganz was anderes. Und diese Version von dem Porsche 962C, welcher der erfolgreichste Gruppe C-Wagen ist, ist wahrscheinlich eine der brutalsten. Es ist nämlich die 1990er Version von dem Auto. Es gab dieses Auto ja schon seit 1984. Und es hat sich einiges geändert in der Zeit. Also wenn wir mal anschauen, die Front ist deutlich flacher geworden. Man hat hier einen angedachten Frontsplit da vorne und dann mit diesen riesigen Lufteinlässen auf der Seite für den durstigen Sechszylinder-Boxer, der unter der Haube steckt. Und was man jetzt nicht sieht, ist, unter dem Auto sind überall Ground-Effekt-Tunnel, die ja zum damaligen Zeitpunkt in den frühen 80ern auch in der Formel 1 tätig waren. Aber Gruppe C hat diese benutzt. Bis eben 1993, als die Serie starb. Der alte 956 hatte ein extrem langes Heck und hatte einen Flügel, der sozusagen von hier integriert war in die Karosserie, bis hier hinten ging und dann wieder raus. Diese Version des 962 hat tatsächlich schon einen einfachstöckigen Flügel, der hinten dran hängt. Ein sehr beliebtes Design damals, als die Leute noch mehr Aero verstanden haben mit der Zeit. Diese Monster konnten in der Kurve bis zu 4,5-5G fahren. Eine ganze Weile davor waren die Autos aber bei weitem nicht so schnell, aber vielleicht genauso scary. Hier sehen wir einen Mercedes-Benz Typ S. Es gab diese Version überall auf Rennstrecken damals zu finden. In der Top-Version als SSK mit einem Kompressor vorne dran haben sie manche Tourenwagenrennen damals dominiert mit einem zuschaltbaren Kompressor, mit dem sie halt variable Leistung hatten und somit das Auto besser fahrbar war. In dieser Version hier ohne Kompressor hat dieses Fahrzeug tatsächlich 180 PS und Fun Fact, wegen der weißen Farbe und der großen Größe nennt man dieses Auto auch den weißen Elefanten.
Irgendwann nach den 50er Jahren haben die Hersteller für die Rennwagen dann allerdings festgestellt, dass manchmal ein besonders leichtes Auto doch ein besserer Rennwagen ist wie ein schweres Auto. Und die Autos entwickelten sich zu Fahrzeugen wie diesem hier. In diesem Fall ein Cooper T72, ein altes Formel 3 Auto. Also die ganz junge Formelklasse, wo die damaligen Jungspunte, die Star, Jackie Stewart vielleicht, die Stars der frühen 70er Jahre in der Formel 1 mit solchen Autos damals gefahren sind. Und man sieht, es ist nicht sehr viel dran. Im wahrsten Sinne ist es eine Badewanne mit einem Motor hinten dran und ein paar Räder. Zum Glück als Formel 3 Wagen noch halbwegs fahrbar, da es nur ein ganz kleiner Vierzylinder ist, mit in diesem Fall 88 PS. Würde ich sagen, das ist manageable. Wir reisen von den 60er Jahren in die 70er Jahre. Die 70er Jahre waren bekannt für ihre Tourenwagen, unter anderem vor allem der damalige 2002er. Dieses Fahrzeug ist damals mit Autos wie dem Ford Escort oder der Alfa Romeo Giulia gefahren oder ähnlichen Fahrzeugen, die klein, leicht, relativ wenig Power tatsächlich hatten, trotzdem mehr wie der alte Formel 3. Damals in solchen Klassen gab es auch große Ami V8 Autos mit 360, 400 PS, die aber Trommelbremsen hatten, die ums Recken nicht um die Kurve kamen und kleinen Mini-Coopern mit Scheibenbremsen, die auf der Geraden nicht vorwärts gingen, aber eigentlich nicht bremsen mussten für die Kurven. Eine absolute Gaudi zum Zuschauen. Ja, der gute alte C-Kadett. Dieses Auto ist speziell für mich, weil ich fahre ja Autoslalom in meiner Freizeit und der C-Kadett ist immer noch heute einer der besten Slalomwagen, die man fahren kann. Diese Autos werden heute immer noch von mehreren Leuten betrieben, inklusive Aerodynamik drauf und allem. Aber es ist schon telling, dass die besten Wagen im Slalom 70er, 80er Jahre waren. Vorsicht. Nicht gegen den Ständer laufen, das wäre ein bisschen doof. Apropos 80er Jahre, da kommen wir zu einem absoluten Fan-Favorite von so ziemlich jedem, der 24 Stunden anschaut. Der B-Manta oder den Manta-Manta-Manta. Welcher sowohl damals in den Tourenwagen fuhr, als auch heute noch. Den Fuchsschwanz-Manta kann man sich heute nicht mehr von den 24 Stunden wegdenken eigentlich. Diese Version ist ein bisschen bearbeitet, würden wir mal sagen, mit Kotflügeln, mit Flügelhinden drauf, alles leergeräumt. Das ist aber immer noch so. Ihr wisst, wie gerne ich Formel 1 mag. Ich habe in bisher, glaube ich, jeder Episode von Car Guys Paradise, wenn es ein Formel 1 Auto gab, sehr viel darüber erzählt. Und dieses Fahrzeug hier speziell ist was ganz Besonderes, denn es ist der 2005er Renault R25. Das Auto, mit dem Fernando Alonso seine erste Weltmeisterschaft einfuhr. Wenn wir heute Formel 1 Autos denken, denken wir diese Ära. Sie waren breit, sie waren schnell, sie waren sehr flink und sie waren, wie man sehen kann, eigentlich relativ klein. Verglichen zu den heutigen Formel 1 Autos ist dieses Fahrzeug wirklich winzig. Man sieht überall diese kleinen Winglets, hier auf der Seite die Bargeboards sind schon relativ weit fortgeschritten. Und speziell dieses Auto hatte einen ganz speziellen Trick. Wenn wir vorne mal in die Nase schauen, wir können nicht in die Nase schauen, aber in der Nase vorne befindet sich ein kleines Gewicht zwischen zwei Federn. Warum? Nun, die Autos damals hatten das Problem, dass sie, wenn sie durch die Kurve fahren, sehr gerne gebounced haben. Das war wegen Regeländerungen, dass die Flügel etwas höher wurden und den Rillenreifen. Um dem entgegenzuwirken, hat Renault eben damals diesen Tuned Mass Damper in das Auto eingebaut. Und durch die Trägheit und das Bouncen ist dieses Gewicht sozusagen immer gleich geblieben und hat dafür gesorgt, dass dieses Auto an der Vorderachse sehr viel stabiler war. Es hat das Auto nicht schneller gemacht, aber es hat den Fahrern mehr Vertrauen gegeben, dieses Auto an die Grenzen zu fahren. Und so konnte Alonso damals die Weltmeisterschaft einfahren, plus den Konstrukteurtitel für Renault. Glaub mir, der 3 Liter V10, der in diesem Fahrzeug drin ist, ist so ziemlich der göttlichste Formel 1 Sound, den ihr jemals hören werdet. Neben den ganzen Autos, die hier stehen, gibt es auch immer weitere Memorabilia, die man angucken kann. Von Rennanzügen über Helme zu Modelle, wie damals tatsächlich die Nordschleife ausgesehen hat. Es gibt mehrere Fernseher, wo, ich glaube, alte Wiederholungen von 24-Stunden-Rennen gezeigt werden, so wie es aussieht. Dieses Museum ist nicht nur statisch, es feiert wirklich die Geschichte von den 24 Stunden und von Rennsport insgesamt. Ein Auto ganz speziell, das relativ modern ist, ist so ziemlich das Beste, was aus dieser Geschichte hervorgekommen ist. Und es steht hier um die Ecke.
Der Porsche 919 Evo. Gut, in diesem Fall ist es ein Porsche 919 LMP1. Zu erkennen an den Heckflügel, der gerade ist, oder an den Scheinwerfern vorne, die noch sichtbar sind. Aber dieses Auto, welches damals auch die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat, hat sich groß verabschiedet, indem Porsche alle Restrictor aus dem Motor und dem Hybridsystem entfernt hat, diesem Auto 35% mehr Abtrieb gegeben hat. Und Timo Bernhard ist dann mit diesem Auto, welches man hier hinten in Videos und auch auf den Bildern hier überall auf den Tafeln sehen kann, die schnellste Runde ever auf dem Nürburgring gefahren. Wo der vorherige Rekord von Stefan Belloff eine 611 war in einem Gruppe C Porsche 956, wir haben das ähnliche Auto ja gerade gesehen, ist dieses Auto fast eine ganze Minute schneller gefahren mit 5,1955. Ein Rekord, der wahrscheinlich nie geschlagen wird, da dieses Auto so ziemlich das schnellste ist, was man aus einem Auto rausholen kann, zumindest aktuell. Und wenn es halt auf der Geraden mal von 250 auf 370 in 5 Sekunden, 6 Sekunden beschleunigt, da kommt auch kein Formel 1 Auto hinterher. Tut mir ja leid. Das hier ist ein sehr schöner Teil dieses Museums, muss ich sagen. Denn nach dem plötzlichen schnellen Tod von Sabine Schmitz hat das Museum entschieden, die Königin des Nürburgrings zu feiern, wie es auch sein sollte. Sie hat schließlich mehr als, ich glaube, 30.000 Runden auf dem Nürburgring zurückgelegt im Laufe ihrer Karriere. Von 24 Stunden Siegen auf dem Nürburgring als erste Frau und dann gleich zweimal hintereinander zu Ringtaxifahrten auf dem Ring, zu den GT3-Fahrten für Fricadelli Racing in den späteren Teilen ihrer Karriere. Sie war wahrscheinlich die eine Frau, welche am meisten für Frauen im Motorsport getan hat, neben Ikonen aus dem Rallye oder Lella Lombardi aus der Formel 1. Aber sie war halt neben einer richtig guten Rennfahrerin auch, man muss sagen, eine Bauernfrau. Sie liebte es einfach auf ihrer Farm Zeit zu verbringen. Hier, man sieht ihr Piano, das sie gespielt hat. Nicht gut. Aber sie hat gesagt, es geht ja um den Spaß. Denkt ihr, man könnte diesen Motor in mein Auto einbauen? Ich meine, ja, ist ein bisschen groß und es ist ein Racetruck-Motor, aber hey, ich sag nichts gegen 1400 PS. Könnte nur ein bisschen viel Sprit schlucken. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Motor. Und hier haben wir den zweiten Eifelblitz, mit dem Sabine Schmitz das zweite Mal die 24 Stunden die 24 Stunden vom Nürburgring gewonnen hat. Das war 1997. Diesmal nicht das schöne weiß-grüne Design, das sie damals selber entworfen hat, sondern einmal komplett in Blau, schon mit Sponsoring tatsächlich. Klar, ich meine, die erste Frau, die Nürburgring gewonnen hat und dann die erste Frau, die zweimal hintereinander Nürburgring gewonnen hat. Was nicht viele Fahrer tatsächlich schaffen, dass sie zweimal hintereinander überhaupt 24 Stunden Nürburgring gewinnen. Ja, und wir sehen auf der Seite hier die Nummer 1, so wie es sein sollte, Sabine Schmitz. Die Geschichte eines Rennfahrers in der Formelklasse vor allem beginnt meistens klein. Hier haben wir einen Formel Super V. Das ist so das erste Fahrzeug, das man damals fahren würde. Heute wäre das so Regional Formula Championships. Dann geht es über Klassen wie die Formel 3, in diesem Fall dann von 1989 von Ellen Lohr tatsächlich. Eine der wenigen Frauen, die im Rennsport tätig waren. Hier ein weiteres Formel 3 Auto, sieht man mal ein bisschen die Entwicklung im Verlauf von 5 Jahren. Und irgendwann, wenn man gut genug ist und genug Geld hat, schafft man es tatsächlich von diesen kleinen Klassen zu den großen Klassen. Und da hinten stehen ein paar Formel 1 Autos, ihr wisst, mein Spezialgebiet. Schauen wir uns die also an. Formel 1 in den 80ern war schon eine sehr wilde Zeit. Der Zack Speed hier ist von 1987 und die Motoren damals waren genauso klein wie heute, aber sogar stärker wie heute. In dieser Version im Rennbetrieb haben wir 850 PS. Damals gab es aber schon Restrictions für den maximalen Boost. Und wir sehen aber auch hier, aeromäßig sehr, sehr primär, sage ich mal. Wir haben halt eine Plane hier mit einem kleinen Einstellwinkel auf der Seite, keine Bartsport. Dieses Fahrzeug von Christian Danner gefahren, welcher ja sehr lange danach Kommentator der deutschen Formel 1 war. Noch ein kleiner Fun-Fact,
Dieses Fahrzeug ist ja von Sackspeed selber, welcher ja auch sehr bekannt ist für vor allem den Sackspeed Capri, welcher in der Gruppe 5 damals gefahren ist. Und es ist der einzige Formel 1 Hersteller, der mit Z anfängt. Ich liebe Fahrzeuge, die experimentell sind. Ich liebe Formel 1, ich liebe die 70er Jahre. Dieses Fahrzeug ist so ziemlich genau das, wofür ich stehe. Der Arrows R2, nicht erfolgreich, aber verdammt nochmal sehr experimental. Damals war ja die Zeit von Ground Effect 1979 und Arrows hat das Ganze ein wenig weit getrieben. Denn wir sehen keinen Heckflügel, gar keinen, aber was noch viel überraschender ist, dieses Fahrzeug hat keinen Frontflügel. Der einzige Bereich von diesem Fahrzeug, der Abtrieb wirklich produziert, ist der hier auf der Seite, die Sidepods, welche extrem gemacht wurden. Wir sehen hier vorne die Wings, wo unten drunter der Einlass ist. Und wenn man von unten gucken würde, sehen wir die traditionelle Form des für den Venturi-Effekt in diesen Ground-Effekt-Tunneln, wo die Luft angesogen wird, komprimiert wird und danach der Raum wieder geöffnet wird, sodass ein Unterdruck entsteht, die Luft schneller rausfegt und so Abtrieb produziert wird. Damit die Tunnel in diesem Fahrzeug so breit sind wie möglich, um so viel Abtrieb zu erzeugen wie möglich, wurde der Motor und das Getriebe um 4 Grad geneigt. Das hat aber schon gereicht, damit dieses Fahrzeug nicht besonders reliable war. Dieses Fahrzeug ist nur ein paar Rennen gefahren und wurde dann sofort ersetzt mit dem A3, aber es ist was ganz was anderes, was alle anderen gemacht haben. Und es war ein Experiment, das am Schluss nicht ganz geklappt hat, aber no risk, no fun. Nicht nur Motorsportfahrzeuge sind hier ausgestellt, sondern auch ein paar sehr schöne Straßenautos. Hier haben wir zum Beispiel einen riesen Area von Mercedes mit den spirituellen Vor- und Nachfolgern. Wir haben den 300 SL Flügeltürer, ein Auto, das vor allem sehr beliebt war, sagen wir, in den 50er Jahren in Rennserien. Auf der Mille Miglia ist dieses Auto immer sehr oft vertreten, mit Kosten von 1,5 Millionen heutzutage. Und der spirituelle Nachfolger, der SLS AMG, welcher genauso Flügeltüren hatte. Und wenn wir hier weitergehen, haben wir noch ein paar sehr schöne italienische Klassiker. Etwas, was ich hier, sagen wir mal, nicht so erwarten würde. Eine Lancia Aurelia, auch mit, wir sehen, ganz viel Mille Miglia Stickern. Diese 1950er Fahrzeuge dürfen ja bei der Mille Miglia immer mitfahren. Die Fahrzeuge, die damals gefahren sind, dürfen auch heutzutage fahren. Von Alfa Romeo gab es die Supersprint. Es gab dieses Auto auch in einer Rennversion. Beim AVD Ultima Grand Prix fahrt, glaube ich, so einer mit. Und hier hinten haben wir noch zwei Ferrari Dinos. Der Grund, warum diese Autos Dinos heißen, ist nach Enzo Ferraris Sohn, Dino Ferrari. Hier speziell sind es 246 Dinos, also die ersten Dinos und auch, muss man sagen, die schönsten Dinos. Beachtet auf keinen Fall das T-Shirt. Ich habe definitiv gestern nicht die Zeit unterschätzt und mir ist die Zeit ausgegangen. Wir mussten aus dem Museum raus, bevor ich alles gefilmt habe. Aber nachdem er aus dem Ausgang tatsächlich schon raus ist, kommen hier noch tatsächlich ein paar Schätze der DTM, um genau zu sagen. Hier haben wir den Opel Omega, welcher so ein bisschen der Underdog war gegen die großen damals von BMW und Mercedes vor allem, war bei weitem nicht so erfolgreich. Ich kenne mich bei Opel leider nicht so aus. Wo ich mich auskenne, ist hier drüben. Hier steht ein i36 M3 GTR von 1993. Und wir sehen deutlich breitere Backen. Wir sehen den GT-Spoiler vorne und den GT-Flügel mit ein paar Zwischenstücken wie bei dem, den wir hatten, hinten, aber halt in der Warsteiner Lackierung mit den BMW M-Farben hinten in diesem Karo-Muster, ein bisschen typisch für die alten BMWs damals. Und in der damaligen Rennversion mit nur 2,5 Liter Hubraum aus dem reinen Sechszylinder haben diese Autos 400 PS gehabt, aus einem Sauger. Das ist eine ganz schöne Literleistung für einen Tourenwagen der 1990er. Auf der anderen Seite von dem Infodesk hier haben wir noch zwei weitere DTM-Wagen, unter anderem einen sehr speziellen, denn während die meisten DTM-Wagen damals einen Vierzylinder mit Heckantrieb hatten, hatte Audi sich ein bisschen was anderes gedacht bei ihrem DTM-Fahrzeug. Denn der Audi V8 Quattro, wie man schon am Namen erkennt, hat A, doppelt so viele Zylinder und B, Allradantrieb. Hat dafür gesorgt, dass dieses Auto vor allem in nassen Rennen natürlich durch mehr Grip besser war.
hatte aber chronisches Untersteuern. Deswegen gab es bei den späteren Versionen, wie wir hier sehen, diese riesengroßen Frontsplitter, um irgendeine Art Downforce zu erzeugen, um besser durch die Kurven zu kommen. Hat auch viele Siege eingefahren, der V8 Quattro, war aber letztendlich wahrscheinlich ein Außenseiter und nicht die richtige Plattform für damals DTM. Obwohl danach Alfa Romeo, als die Super DTM begann, auch mit Allrad gefahren ist, allerdings in einem deutlich schnelleren Fahrzeug. Und das letzte Fahrzeug, das wir haben, Ford ist damals tatsächlich auch in der DTM mitgefahren mit dem Sierra, welcher ja weit verbreitet war in verschiedensten Rennserien. Hier die DTM-Version ist auch in der Rallye gefahren, in der BTCC, in verschiedensten Varianten. Alle mit Heckantrieb, alle mit Turbomotor. Tatsächlich auch sehr erfolgreich. Ja, das war's soweit.